Und vollenden. Step away from the shrine, stranger. You don't know what you're doing. Ach, du weißt es. Dieser Mörder lockt hier rumspinnt. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're doing. Ja, es ist ja sein Plan, hallo? Er hat dann die Lok auf die Menschheit losgelassen. No! No! You fool! Ja, ja. Jetzt bin ich plötzlich der, der alles gemacht hat, ne? Hallo Charlie! Wie geht's uns heute? Ach, Fressen am Laden. So, wenn ich schon dabei bin. Könnte ja zur Lok gehen, aber so bin ich fast schneller. Und was wir jetzt noch bekommen haben, Schrott brauchen wir nur noch, um die Lokomotive wieder zu heilen. Das klingt so komisch. Ah, ich fand die Hexe so nett. Oh, das ist so gut. Der andere Arsch. Du siehst aus wie ein Trottel, du bettelst und bababa. Und die. Oh, also hier der Flammenwerfer. Hallo. Ich habe einen Flammenwerfer aus Ergänzung meines Spinnenzeugs zu Geheimverteidigung gebaut, aber wie du sehen kannst, ist das nach hinten losgegangen. Verdammt, ich wäre ein Schub und beinahe ich hätte Schüsse retten, Flammenwerfer noch nicht trainieren, was wir haben. Ja, wie löscht man das Feuer zufällig? Hat der ganz klug. Hier oben einen Wassertank, den schrauben wir auf. Ja, ich finde das sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das zufällig war, aber wenn nicht. Doch. Nein, nicht zufällig. Das mit dem Wassertank ist voll gelöscht. Ich kann schon nie. Haha, nicht aus Insektenspray. Verdammt, ich möchte ihn noch einmal sehen. Was? Nein. Also, hab ich jetzt einen Flammenwerfer? Nein? Wo ist er denn? Ah, Feuer. Farbe. Achso, den habe ich jetzt bekommen. Achso, alles gut, alles gut. So, ich würde mal sagen, wir gehen zurück zur Lok und sind jetzt eigentlich voll bereit. Choo-choo Charles wird gleich in den Arsch getreten. Wir haben alle Waffen, wir haben alle. Also Farbe weiß ich jetzt nicht, aber das spielt auch keine Rolle. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich noch ein paar Lootboxen sammeln soll. Ich glaube, ich nehme auch alles mit, was ich unterwegs finde. Also wenn das jetzt ein AAA-Titel wäre, würde man jetzt hier verschiedene Themenbereiche nehmen, oder? Jetzt ist einfach alles Wald, aber es hat auch zum Spiel gepasst. Also es hieß ja... Insektenspray, die Wumme. Natürlich. Nein, man hat im Trailer und so immer gesehen, es geht in den Wald und ja, das passt. Okay, dann würde ich sagen, wir begeben uns. Ich glaube, es ist derselbe Weg, oder? Spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Volle Fahrt voraus! Wie viel Schrott habe ich? Oh ja, das sollte reichen. Ach, die fand ich so nett. Die Hexe. Ich dachte, sie ist voll schräg drauf und... Was? Will uns ans Leder, aber nein. Gut, schön. Brenn! Brenn, du Arsch! Brenn! Leute gehen nicht.
Rakete, Raketenwerfer, Flammenwerfer. Jetzt ist es noch fast am meisten. Weil man kann nicht besiegen. So. Ja, ja. Da war eine Lootbox. Hast du Ball für ihn? Sehr schön, wenn ich den Ball für ihn habe. Ist egal, ob er uns lange verfolgt, solange wir uns nicht angreifen. Er hält viel aus. Nein, das ist nicht der Endboss. Sag nochmal, er dürfte endlich mal Ruhe geben. Da bist du gleich. Vier Sterne oder was? So, die Lootbox am anderen Ende der Stadt ist genau. War aber nett. Und wir sind ja schon fast. So, wo führt die nächste Gleis hin? Ich meine, ich habe Deutsch drauf. Nach links natürlich wieder. Nach rechts, ich muss nach links. Was wäre bald sehr nett. Kleines Vorgeplänkel. Schön. Ich glaube, ich heile kurz die Lokomotive. Also reparieren, ne? Wobei, das heißt Zuggesundheit. Es heißt eben so. Und wie im Stream von Markiplier habe ich etwa 70 Schrott. Das sollte reichen. Ich muss kurz was trinken gehen. Moment. So, sind wir bereit für den Endboss? Die Söldner gehen mir ein bisschen auf den Keks, aber ich versuche um die herumzulaufen. Falls sie mich doch erwischen, renne ich einfach an denen vorbei. Schöne Animation. Und vollenden. Step away from the shrine, stranger. You don't know what you're doing. Ach, du weißt es. Dieser Mörder lockt hier rum, spinnt. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're doing. Ja, es ist ja sein Plan. Hallo? Er hat dann die Lok auf die Menschheit losgelassen. No! No! You fool! Ja, ja. Jetzt bin ich plötzlich der, der alles gemacht hat, ne? Hallo Charlie! Wie geht's uns heute? Abfressen am Laden.
Er wird stärker. Ich mach nix. Na, jetzt rennen. Ja. Ach, das war der Morgen. Eine Sorge weniger auf der Welt. Und los geht's! Jetzt halt mal die Position, ne? Das ist nicht genug wie vorhin. Ich finde das sehr, sehr praktisch. Dann werde ich das jetzt noch was praktisch finden. Ja. Gemüse still. Auf die Füße stehen. In Sperling. Ich will den einfach von mir wegloppen. Also nicht wegloppen, aber aufhalten. Und das ist mehr wert, als wenn ich die ganze Zeit beschütze. Ah, wie so langsam zum Seil geschieht, oder was? Na komm. Was geht denn? Also, Drittel schon mal weg. Ist der gar nicht davon? Was ist der gar nicht davon? Okay, jetzt probieren wir es. Parieren. Waffe, Waffe. Das ist ein haben wir. Was ist denn? Ah, ist er. Ich glaube, es sollte reichen, oder? Haben wir einen Zug zu behaken, du Arsch? Ich bin tot. Und er wird mühsam. Er wird mühsam. Heiser! Das reinzukommen ist auch unfair. Dann. Ist die Waffe? Also. 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 Und? Ewig treffen. Brücke. Es ist die Brücke. Ja. Jetzt stirb. Das war jetzt ein wenig brutal. Für meinen Geschmack ein bisschen zu gore, aber... Gäbe ihn Eisenbeiß? Da kann ich nur sagen, Respekt! Also, ich habe jetzt gefühlt 5 Stunden aufgenommen. An 2 Tagen. Und erst nach... Gut, ich denke... Alter, wie aussieht. Wie ein aufgespießtes Hühnchen beim Jahrmarkt. Also, wer möchte eine Scheibe? Unreal Engine. Okay.
Okay. Oh! Endscene. Was sieht man? Ein Ei und daraus schlüpft der nächste Charles. Das wird mich jetzt gar nicht verbunden. Ja, das ist ein Ei. Ein hundertprozentiges Ei. Ja! Ja, der nächste Charles. Oh ja. Oh ja. Übrigens eine kleine Alien-Anspielung, oder? Oder Species, wie man es will. Na? Okay. Ist es Gold? Ist es Lebensform? So. Von was ernährt sich das Zeug? Also, die Eier. Ah, und das war's auch schon. Also, ich sag noch kurz meine Meinung dazu. Also, zum Spiel selbst. Ich habe das nicht verfolgt, im Sinne, ich habe einfach immer wieder Screenshots gesehen, einen Trailer gesehen und das hat sich jetzt eben auf 5 Jahre gestreckt und ich dachte immer, wenn ich das sehe, dann will ich wissen, ob das Spiel noch entwickelt wird, weil es gibt da viele Projekte, die, sorry, wenn ich es kurz sage, auch wäre wegen der Pandemie in Stocken gerieten. Aber ja gut, man sah meistens einfach so einen Wald, wo der Charles und einem jagt. Also man konnte es nicht wirklich sagen, was es genau ist. Es hieß einfach, ja, du bist wie in einem Wald und dich jagt ein Monster. Aber der Charles als Gegner hatte natürlich schon Charakter und ich bin jetzt froh, habe ich das mir geholt und es hat Spaß gemacht. Und aber leider war es eben auch wieder mal so typisch, dass man, wenn man es einfach so blind spielt, man hat doch sehr viel Mühe. Und erst, also ich habe ja wirklich die ersten paar Stunden aufgenommen und irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, die Box brauche ich nicht auf mit dem Gurkenzeug. Oder als ich alleine gespielt habe, ich war nach 2 Stunden schon beim Boss und der hat mich, ich hatte keine Chance. Und ja, ich habe dann wirklich auch zufällig gerade Marketplace gestreamt, habe ich am Abend reingeschaut und gesehen, der war dann nach 3 Stunden auch beim Boss und der hat ihn mühelos gekriegt, wie wir jetzt auch. Und dann habe ich gesehen, ja, man muss doch den Zug aufpimpen. Und das andere ist wegen dem Lockpit, niemand wusste, es war nicht offensichtlich, warum, wie man diese Kisten öffnet. Aber dass es eine dieser NPC-Missionen ist, ich sage nicht, dass das schlecht ist, im Gegenteil, ich sage nur, manchmal ist es auch sowas, wo man sagt, man kommt selber vielleicht nicht gleich drauf. Gut, wenn wir das Spiel spielen, das ist die vorletzte Mission. Aber sonst... Nein, also ich muss wirklich sagen, auf einer Wertung von 10 wäre es eine 9,8. Mindestens. Also es ist jetzt nicht das Spiel des Jahres. Man spielt es gerne an einem Tag oder Nachmittag durch. Aber gut, da sind ja heute meistens so Mario 64 auch nicht anders. Mario 64 spiele ich auch an 2 Abenden durch, also es ist ja nicht schlimm. Aber es hat eben nicht so wirklich den Charakter eines vollwertigen AAA-Games. Also gut, es muss ja nicht AAA sein, aber wie soll ich sagen, es ist 25€, dafür bekommt man einen amüsanten Durchlauf, 1-2 Nachmittage, also einen Tag Spaß. Ich persönlich hätte es mehr in Stealth gehabt. Ja, also, dass man durch den Wald, also dass man mit der Lokomotive dem Charles Einhalt gebieten kann, aber wenn man nicht will, dass man sich in den Wald verschanzen kann und sich irgendwie verstecken, vielleicht in der Höhle oder dass es so Unterschlüpfe gibt oder ich weiß nicht, das hätte mir sehr, sehr gefallen. Und in Trailern und Bildern sah man sowas irgendwie, also es wurde, man sah es nicht, aber ich dachte mir einfach,
zuerst wusste ich nicht, dass es eine Lok ist, wo man damit fährt. Ich dachte, man ist wirklich im Wald unterwegs und ich dachte mir, du kannst doch nicht die ganze Zeit davonrennen. Du musst dich ja verstecken können. Und die Lok kam erst später zu, so wie ich es beobachtet habe. Gut, ich habe sie nicht Vollzeit, aber vielleicht war die Lok schon am Anfang sichtbar, ich weiß es nicht. Ich sage nur, mich hat das Spiel interessiert, ich habe es nicht aus den Augen verloren. Und ich hätte mir sehr viel mehr Stealth gewünscht. Aber so das Spiel ist, ist es gelungen. Ein Ein-Mann-Projekt mit vielen Freunden, die synchronisiert haben und Musik gemacht haben und so weiter und so fort. Auch auf epischer Grafik, man kann dem Spiel nichts aussetzen. Gut, Charles, der hat einfach nur seine Hackfresse und ist ein wandernder Zug, aber das hat auch, wie gesagt, Charakter. Und das Spiel hat Atmosphäre, es ist nicht ein reines Action-Game. Nein, ich muss sagen, von mir wirklich eine 9,8. Und ja, also, ich weiß jetzt nicht, wie die Verkaufszahlen sind. Die meisten sagen auf Steam super Game. Man muss es ja nicht voll ernst nehmen, das ist einfach Unterhaltung für eine Weile. So wie ich es jetzt gesagt habe. Und deshalb würde ich sagen, ja, gerne mehr davon. Vielleicht DLC, vielleicht ein Sequel. Ich weiß nicht, was man hier noch einbauen kann, aber schaut doch mal Five Nights at Freddy's an. Das war auch so ein Ein-Mann-Projekt, das weiß man heute. Und mit dem zweiten Teil kam Lore dazu und heute ist das eine Franchise. Mit Film geplant, mit Merchandise und so. Ich meine, Merchandise ist heute nicht schwer zu machen, aber du hast nicht. Jeder YouTuber kann einen Fanshop machen, Tassen und T-Shirts bedrucken und auch wenn nach zwei Waschgängen die Farbe absplittert. Nein, sorry. Nein, ich habe kein Merchandise, aber ich habe es gelesen, dass es so sei. Manche haben einfach ein bisschen. Ja, es ist einfach nur, dass irgendwo ein Name drauf geklatscht ist, oder? Aber wie gesagt, ich habe auch eine Super Mario-Tasse zu Hause, oder eine Dragon Ball-Tasse und ein paar Amiibos, vielleicht eine Actionfigur von Son Goku, also. Ich kann es jedem empfehlen, man. Das ist es ja. Es gibt viel Schlimmeres, was man sammeln kann. Nein, aber zurück zum Thema. Ein guter Einstieg, es würde mich freuen, dass wir es gönnen, wenn daraus eine Franchise werden könnte. Aber so ist alles richtig gemacht, es gibt eigentlich keine Stelle im Spiel, wo man sagen würde, jetzt mal, was ist das jetzt für eine Mission? Nein, das ist alles in Ordnung. Kurzweilig, also nicht schnell, aber man hat es rasch gespielt, man ist in einem Flow, ja. Ich kann jetzt nichts Negatives sagen. Also dann danke ich, danke fürs dabei sein. Das war jetzt ein kleines eingeschobenes Projekt, weil ja, das Spiel kam raus und als ich das aufgenommen habe, kam noch nirgendwo was. Am Abend kamen die ersten YouTuber, die das gestreamt und Let's Played haben. Meistens eben so in drei Stunden durch. Ich mache hier ein bisschen mehr Parts. Also, dann danke fürs dabei sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und tschüss.